So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego The Hobbit. Ich habe hier schon mal alles abgeräumt, weil dieses Level sehr endlos lang ist. Ja, vor der Aufnahme habe ich gemeint, es kann ja nicht mehr viel kommen, nur noch der Kampf gegen die Drachen. Und da sind wir jetzt, beim Kampf gegen die Drachen. Ja. Bilbo nimmt den Ring. So, jetzt habt ihr die ganze untere Etage auch gesehen. Und ich konnte eine vernünftige Begrüßung machen, ohne dass ich die ganze Zeit Zerstörungsgeräusche im Hintergrund habe. Ich klappe da so lange gegen, wie Punkte rauskommen. Ne, ernsthaft. Also, bis wie lange, solange wieder Punkte rauskommen oder ich meister die. Das sind so die beiden Auswahlmöglichkeiten. Nimm den Ring. Nimm den Ring. Endring. Oh, guck mal, die Kleinen sind ja 20 wert jeweils, oder so. Nee, einige sind 10 wert, einige sind 30 wert. Das heißt, da kommen unterschiedlich viele bei raus. Was soll diese Statue eigentlich, ne? Soll man da Münzen meinen? Okay. Kommen wir später wieder. Ich bin noch nicht fertig. Aber ich will halt jetzt nicht meinen Meisterdieb voll machen, da dran. Wenn ich für Aufgaben lösen und hochklettern noch Punkte bekomme. Ne? Hier haben wir uns jetzt gerade schon mal locker 210 gespart. Lass mich doch ausreden, Smaug. Dori. Ich hole mir zurück, was du gestohlen hast. Du wirst mir gar nichts nehmen, Zwerg. Ich habe eure Krieger einst niedergestreckt. Ich habe die Völker in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin König unter dem Berge. Das muss echt kacke sein, wenn man eigentlich als Spezialfähigkeit hat, fliegen zu können und dann unter dem Berg festsitzt. Wann bist du das letzte Mal geflogen? Vermisst du die frische Luft eigentlich? Ich meine ja nur so, zum drachenmäßig wohlfühlen und so. Warum kann denn das nur Dori machen? Mal hätte ich das mit der Statue mal früher gewusst. Dann wäre hier aber, wärt ihr zurückgekommen und hier wäre Meisterdieb. Also so richtig Meisterdieb. So mit 100% und so. Ist das runtergefallen?
Egal, ich sehe da noch mehr Gold. Dies ist nicht dein Königreich. Dies ist Zwergenland. Dies ist Zwergengold. Ich benutze die Autolauffunktion von Bilbo. Die Autolauffunktion braucht ja noch länger als ich. Das war sinnlos. Ah. Vielleicht solltest du bauen. Neunzigtausend, wir sind ungefähr bei 90%, nehme ich an. Ja, das heißt, uns fehlen noch 9500 Stats. Wenn ich 10 pro Schlag bekomme, sind das 950 Schläge. Da könnte man schon sagen, das ist viel. Ja, was habt ihr heute noch so vor? Es sind ja nicht 950 Schläge. Wir bekommen ja auch durchaus 20 bis 50 pro. Seht ihr, 500 haben wir. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Tada! Überraschung, wir haben es geschafft. Wie unerwartet. Bilbo, das ist so. Nicht die beste Idee. Darf ich mal kurz erwähnen, dass das wahrscheinlich rein Gold war, was wir da haben. Also so bei 95 bis 99%. Und das ist ungefähr ein bisschen härter als Gouda-Käse. Wenn der Drache die Hitze überlebt hat, dann ist das kein Problem für ihn, auch mit einem Goldüberzug weiterzulaufen. Hättet ihr nicht was nehmen können, weiß ich nicht, Stahl, Wolfram? Also Wolfram wegen der Hitze. Glaubst du, du könntest mich täuschen? Du kommst doch aus der Seestadt. Vielleicht wird es Zeit, dass ich ihnen einen Besuch abstatte. Ich bin Feuer. Ich
der Tod. Was haben wir getan? Ihr habt den Argenstein zurückgeholt. Genau wie aufgetragen, das ist ein Argenstein zurückgeholt. Wir wissen, da steht noch eine Balliste mit einem schwarzen Pfeil. Wir haben noch die Hälfte der Zwerge in der Stadt. Ja. Also da sehe ich jetzt nicht so das große Problem. Sind das vielleicht zwei Filme? Weil wir haben noch ziemlich viele offene, lange Spuren. Wir haben noch, wie sage ich das nett? Einen gefangenen Gandalf, einen freien Drachen, gefangene Zwerge, eine Revolution offen in der Stadt. Was Sauron jetzt so genau hat, ist auch noch nicht klar. Und warum Smergel oder Gollum oder beide jetzt Bilbo im offenen Wald verloren haben, wissen wir auch nicht. Naja, bab. Oder war es das jetzt? Also das wäre halt so ein Ende, wo ich sagen würde... Nee. Das ist eher so ein Ende. Guckt euch mal den Film an, wie es weitergeht. Nein. Okay. Es steht aber nicht dran, Finale. Markieren wir uns doch mal das hier. Wobei, das wird eine normale Quest sein. Also das ist das Intro. Hier haben wir angefangen. Hier haben wir zu Ende. Und wir sind komplett durch die Karte durch. Das glaube ich ja mal nicht. Ich finde schön, dass die so gehighlightet werden. Dann sieht man, wo die Quests noch alle offen sind. Und Charaktere werden nicht gehighlightet. Das ist schade. Aha. Achso, ist einfach nur unser... Oh, und selbstgesetzte Wegpunkte sind goldene Stats. Also gelbe. Der Unterschied zwischen gelb und goldgelb ist ja, dass das Gold ein bisschen matteres Gelb ist. Hier haben wir gerade zwei direkt nebeneinander. Ja, gelb ist halt eine durchgehende, schimmernde Farbe und Gold hat so einen metallischen, leicht matten Ton. Wenn ich das jetzt ein bisschen chemisch ausdehnen wollen würde, würde ich sagen, das liegt an den Gitterstrukturen, dem davon reflektierten Licht und so weiter, aber muss ja nicht. Außerdem kenne ich mich mit der Metallgitterstruktur von Gold jetzt auch nicht so sehr aus, dass ich da große Vorträge überhalten könnte. Ich weiß halt, Metalle tendieren dazu, Gitternetze zu bilden und haben deswegen fast alle einen metallischen, silbernen Glanz. Aber bei Gold ist es ja, wie ihr seht, schon was anderes. Aber ansonsten Lithium,
Silber, Eisen, Quecksilber, alle metallisch grau. Wie war das, mein Freund? Oh ja, ich habe trainiert. Mit meinen baumstammdicken Armen könnte ich sicher einen tonnenschweren Mithril-Kriegshammer schwingen. Erst müsste mir aber jemand einen schmieden. Wärst du so nett? Ich gebe dir etwas, das dich so eindrucksvoll aussehen lässt wie dein mich. Bart? Ja, das war's. Wir sind durch. Das war die Geschichte. Ich bin erstaunt und ein wenig enttäuscht. Ich wüsste jetzt echt gern, ob der Film auch so endet. Mit Gandalf in Gefangenschaft, mit Drache frei, mit Zwerge. Ich meine, ein paar wären da in Seestadt geblieben. Mit offener Revolution, also Verrat und alles. Halt ernsthaft noch ein Lego Herr der Ringe, Lego The Hobbit 2 geben könnte, theoretisch. Beziehungsweise ein Film Hobbit Teil 2. Weil das ist ja so kein richtiges. Wir wissen alle, wie es ausgeht. Ne? Aber es sind halt noch Löcher in der Geschichte. Unter anderem ganz speziell. Wie ist das mit Smergol? Also, wie kann das sein, dass er die ganze Höhle durch und bis nach der Höhle Bilbo verfolgt und dann mitten im Wald hört er auf einmal auf? Wurde er von dem Fisch abgelenkt oder was? Weil wir wissen alle, dass er Fisch mag. Ja, wenigstens darf ich jetzt wieder mein Lieblingszwerg mitnehmen. Also da würde ich auch jetzt ein Buch nicht enden lassen. Außer ich sage, es gibt noch einen Teil 2. Und halt einen Film erst recht nicht. Das geht ja gar nicht. Ach, jetzt kriege ich die Mitte hin, ne? Jetzt kriege ich die Mitte hin. Jetzt, wo es nicht mehr wichtig ist. Das war so klar. Und das, wo ich gar kein Gold mehr brauche. Extras? Wir haben noch keine roten Lego-Steine. Keinen der 32. Stehe heute sogar. Null von 32. Genau die Mitte. Ich würde schon fast sagen, perfekt die Mitte. Fast. Ja, gut. Dann, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Aber wir haben ungefähr 12.10 Uhr die letzte Folge beendet. Jetzt ist es 12.30 Uhr, 12.33 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange die Pause dazwischen war. Ich schätze mal, ich habe weniger als 3 Minuten auf die Statue eingeprügelt. Also sollten wir wieder 20 Minuten voll haben. Ich sag dann mal soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Jetzt, wo die Geschichte offiziell durch ist, gehen wir die Karte erkunden. Und ihr seht, es gibt viel zu gucken. Also werden das wahrscheinlich 1 bis 2 Folgen. Und danach stürzen wir uns dann auf die Aufgaben. Und gucken uns Spezialbereiche in den Leveln an und so. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Bis dahin, tschüss!